Na, noch nicht so ganz, aber trotzdem danke Ines Arland. Wir schauen noch mal nach vorne, denn hier findet noch mal ein Stück Parteitag der SPD statt. Ein Stück, das wir Ihnen nicht vorenthalten, weil es auch ein Stück sozialdemokratischer Parteitagskultur ist. Ich habe es vorhin schon angedeutet, die Vergabe des Wilhelm-Dröscher-Preises für verdiente Ortsvereine, die mit besonderer Kreativität um Mitglieder oder Themen gerungen und für Themen gearbeitet haben. Die Preise vergibt und die Laudatio jeweils hält Heidemarie Wieczorek-Zoll. Das ist die Kuratoriumsvorsitzende des Dröscher-Preises und Sie kennen sie natürlich auch als langjährige Bundesministerin und Bundestagsabgeordnete. Wir wollen Ihnen zumindest einen Teil von dieser Parteitagskultur nicht vorenthalten und schauen deshalb noch mal nach vorne zum Podium. Preis noch niemals. Der Initiativkreis 17. Juni 1953 Weißenfels aus Sachsen-Anhalt. Das ist eine wirklich beispielhafte Initiative. Da wurden die Dokumente des Volksaufstandes in der Öffentlichkeit noch einmal deutlich gemacht und der Zivilcourage der Bürger und Bürgerinnen der Stadt gedankt und gedacht. Und daraus entwickelt sich aber eben auch eine aktuelle politische Diskussion. Und wir danken natürlich auch, erwähnlobend, den SPD-Kreisverband Schweinfurt-Stadt, Schweinfurt gegen Geschichtsfälschung. Auch das ein Beispiel für eine breite öffentliche Aktion. So, und jetzt kommen wir zu den vielfältigen Preisen, die wir vergeben. Einmal, und da bin ich den beiden Brüdern Dröscher ganz besonders dankbar, sie haben von der Wilhelm-Dröscher-Stiftung einen Preis in Höhe von 1.000 Euro gestiftet. Und er wird vergeben an die Arbeitsgemeinschaft 60plus und Jusos Kinzig-Bracht für die Initiative der Schaffung einer Genossenschaft, um preiswerte Wohnungen für Jung und Alt der unterschiedlichsten Schichten zu erhalten. Und das muss ich auch noch dazu sagen, der Genosse Schell hatte heute Nacht, er hat sich so angestrengt in dieser ganzen Arbeit in diesen 3 Tagen, hatte ein gesundheitliches Problem. Deshalb haben wir ihn hierher geholt und wir danken ihm ganz besonders. Das ist wirklich toll und der Einsatz seines ganzen Engagements. Hat den Preis gegeben. Ich war dort und den bringen wir persönlich. Ja. So, und dann gibt es ja die Initiative eines Delegierten- und Besucherpreises, der auch in Höhe von 1.000 Euro ist. Und da zeigt sich, dass es manchmal ja auch Aktivierungen, interessante gibt. Mit großer Mehrheit der Delegierten und Besucherinnen und Besucher hat sich für das Projekt der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, der ASF, im Bezirk Braunschweig-Niedersachsen den entsprechenden Besucher- und Delegiertenpreis zu geben. Und zwar, der Titel ist immer noch aktuell, wie jeder weiß. Vorwärts Frauen macht Politik. Es ging um ein Mentorinnenprogramm, das sehr erfolgreich gearbeitet hat. So, und dann, ja, toll. Und dann ein Sonderpreis im Umfang von 500 Euro an Contra e.V. Niedersachsen Lebenskünstler. Und das sind Lebenskünstler, das sind Jugendliche, die hier geboren sind, Jugendliche, die hierher geflohen sind und die mit Kulturprojekten das Zusammenleben, die Sprache, das Engagement und die Empathie fördern. Ganz toll. So, und dann haben wir auch 3. Preise vergeben. Das sind insgesamt 5.
Dabei geht an den SPD-Kreisverband Lübeck für das Bürgerpraktikum. Für das Bürgerpraktikum ein dritter Preis. Ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Das war sozusagen eine Initiative, die Menschen einlädt, wirklich hautnah Politik zu begleiten. Und das, muss ich sagen, ist wirklich eine tolle Initiative. Und vor allen Dingen führt das dazu, dass bei denen, die beteiligt sind, auch Vorurteile bei Bürgern, die vielleicht Initiativen im Flüchtlingsbereich ablehnen würden, überwunden werden konnten. Und das ist einfach eine tolle Initiative, die wirklich diese entsprechende Würdigung verdient hat. Ja, gerne. So, und dann Bad Nenndorf ist Bund, Bündnis gegen Rechtsextremismus aus Niedersachsen. Und zwar da hat sich als Gegeninitiative gegen rechtsextreme Aufmärsche in Bad Nenndorf das Bündnis Bad Nenndorf ist Bund gebildet und hat einen breiten zivilgesellschaftlichen Widerstand aktiviert. So, Glückwunsch. Ja. So, und dann AWO frei, auch noch ein dritter Preis, AWO freiwillig, herzlich ankommen. Das Projekt herzlich ankommen hat das Ziel. Ja. Herzlichen Dank. Hat das Ziel, den Flüchtlingen zu der hauptamtlichen Leistung, die ja die vor allen Dingen unbegleitete Jugendliche erhalten, eben auch eine begleitete und geführte Freiwilligenarbeit zu ermöglichen und damit beispielhaft das zu machen, was uns manche anempfehlen, was ihr aber schon längst praktiziert habt. Also Glückwunsch, ganz toll. Danke schön. Bist du ja auch ganz Die A10. Ja, bitte. So, dann noch ein dritter Preis der Stadt Jugendring Sondershausen e.V. aus Thüringen. Jugend bewegt sich. Der Versuch, dazu beizutragen, dass Jugendliche eben nicht Extremisten auf den Leim gehen, sondern Jugendliche Beteiligungschancen erhalten für die Gestaltung ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Zukunft. Und dann der SPD auch noch ein dritter Preis, der SPD-Ortsverein Kirchlinteln aus Niedersachsen. Der erinnert regelmäßig in seiner Arbeit erinnert regelmäßig an die Geschichte und die Nazi-Barbarei und hat auch eine Partnerschaft im Rahmen der tschechischen Stadt mit Kirchlinteln und Stadt Letovice, eine Freundschaft entwickelt, die auch eine politische Kommunikation zwischen den Menschen in diesen beiden Städten zum Inhalt hat. Auch eine tolle Initiative. So, und dann kommen wir zu vier zweiten Preisen in Höhe von 1.500 Euro je. Einmal SJD, die Falken, das wird natürlich Sigmar gern hören, Ortsverein Merkstein aus Nordrhein-Westfalen. Flüchtlinge willkommen in Alsdorf.